The interesting thing about entertainment is that when you're struggling, everybody goes in with the same goals. You know, but somewhere along the success area, you start to look at everyone around you and go, wait a minute. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Hey, was geht? Hier ist Shiri Bahn und du hast in meinen Podcast Femcraft eingeschaltet. Hier geht es um den Weg starker Frauen und besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Sie ist ausgebildete Modedesignerin, Creative Director und Unternehmerin. Unter diesen Skills hat sie schon einiges gerissen. Mariam, 87 in Algerien geboren, hat 2012 ihr erstes Modelabel gegründet und wurde dafür auch von der Bundesregierung ausgezeichnet. Außerdem hat sie den Head of Posten im Europa-Team des Internationalen Council of Modest Fashion besetzt und ist noch dazu Dozentin für experimentelles Kostümdesign. Als Pionierin und Verfechterin für Modest Fashion in Deutschland gründet sie 2021 ihr zweites Modelabel unter dem Namen Mariam Lipdiri und präsentiert es auch schon auf der Frankfurter Fashion Week. Neben diesen Erfolgen und Jobs ist sie auch Mutter von zwei Kindern. Ganz schnell stellt sich die Frage, wie macht sie das alles? Daher freue ich mich, sie als Gast heute begrüßen zu dürfen. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Damit die Leute mal so ein bisschen checken, wer du bist, würde ich voll gerne nochmal in die Vergangenheit gehen und wissen, wie kommt es, dass du mit deiner Family nach Deutschland gekommen bist? Wie war es in Algerien? Okay. So ein bisschen, nimmst du uns einmal mit auf die Reise. Okay. In Algerien war es ganz schön, sonnig. ich bin mit ganz, ganz vielen Cousins aufgewachsen, also mehr Jungs als Mädels. Habe fast jeden Tag Fußball gespielt, so auf der Straße. Und ich kann mich auch erinnern, frische Tomaten so aus dem Garten in so ein Baguette reingeklatscht und einfach so gegessen. Es war einfach ein schönes, unbeschwertes Leben, so in der Hauptstadt, aber ein bisschen außerhalb, also so einfach schön im Grünen. Und dann kam 1993, haben so die Unruhen angefangen, sogar 92, und wir sind dann 1994 nach Deutschland geflohen aus dem Bürgerkrieg. Und ja, in Deutschland angekommen, es war Aprilwetter dann auch. Ich war erstmal voll schockiert, dass es einfach regnet und kalt ist. Aber ich kann mich auch erinnern, es war irgendwie abnormal schön. Also so viele Lichter und so kann ich mich erinnern. Aber ich glaube, das war halt am Flughafen wahrscheinlich, weil wir nachts angekommen sind. Ja, und dass es dann einfach komplett anders war. Also erstmal kalt und grau, aber irgendwie so eine neue Welt. Einfach so, ja, so Glitzer irgendwie habe ich so. Das ist eine Erinnerung. Wo seid ihr genau angekommen und warum seid ihr jetzt in Mannheim? Wir sind damals nach Frankfurt geflogen und sind dann erstmal nach Germersheim gegangen, weil mein Papa da das Glück hatte, studieren zu können. Mhm. Durch ein Stipendium quasi. Also mein Papa war schon vor uns hier. Der ist 93 schon zum Studieren gekommen. Und als die Lage dann viel, viel schwieriger wurde, hat er uns quasi nachgeholt. Und wir haben dann erstmal so einen Flüchtlingsstatus in Deutschland gehabt. Mhm. Dass wir, dass halt die politischen Zustände in Algerien schwierig sind und wir dann hier erstmal Schutz suchen mussten und hatten dann auch den Status ein paar Jahre. Also ich kann mich noch an den blauen Pass erinnern, den hatte sonst niemand, so außer mir, so in der Schule. Bis wir den halt irgendwann abgegeben haben und eingebürgert wurden. Mhm. Blauer Pass ist sozusagen für einen Flüchtlingspass oder wie nennt man das? Ich glaube, das war so ein befristeter oder ich weiß nicht mehr, was da drauf stand, aber ich war ja noch klein, aber es war auf jeden Fall ein blauer Pass und sonst hatten alle so rote Pässe und so. Und ich glaube, das ist so ein Aufenthaltspass. Also war damals zumindest in den 90ern. Mhm. Was die jetzt haben, weiß ich ja nicht, aber genau. Wie war es denn in der Schule? Hier oder in Algerien? Nee, also so als du rübergekommen bist hier. Ne? Also in Algerien, das ist ja das Lustige, ich war schon in der zweiten Klasse, weil Kinder von Lehrern, meine Eltern waren ja beide Lehrer, durften schon mit 5 eingeschult werden. Mhm. Das heißt, ich war, als wir nach Deutschland gekommen sind, fast 7 und somit in Algerien schon in der 2. Klasse. Aber in Deutschland angekommen, war es ja 3 Monate vor meinem 7. Geburtstag, da meinten dann die Lehrer, nee, ein 6-jähriges Kind geht noch in den Kindergarten. Ich musste dann wieder 3 Monate in den Kindergarten. Voll lustig, also von der Schule so hierher in den Kindergarten. Aber das war gut, weil ich habe dann die Sprache recht schnell gelernt. Ich habe dann halt mit Kindern spielerisch gelernt und wurde dann quasi 4 Monate, nachdem wir hier angekommen sind, das 2. Mal in meinem Leben eingeschult. Okay. Ich wurde also 2-mal eingeschult. Und diesmal
Weil meine Eltern sich noch nicht auskannten, die waren ja selber noch neu hier, ohne Schultüte. Ich war das einzige Kind in der Schule ohne Schultüte. Und dann haben mir so die anderen Kinder ein bisschen was von ihren Süßigkeiten gegeben. Das war echt süß. Ja, jeder ist so gekommen, hat mir was auf den Tisch gelegt und hatte ich am Ende selber so eine Plastiktüte. Mhm. Aber halt mit Süßigkeiten so. Ey, immerhin. Ich meine, manchmal sind Kinder ja voll fies, ne? Also, die waren korrekte Kinder. Ja, also ich würde auch sagen, meine Lehrerin war korrekt. Ja. Also eine sehr korrekte Frau. Die hat es denen halt auch erzählt und erklärt, dass wir halt diesen Brauch nicht kennen und dass sie vielleicht helfen mögen, und das haben wirklich alle mitgemacht. Also es war schon süß, auf jeden Fall. Wie groß ist deine Familie? Hast du Geschwister? Ja, also ich habe 4 Geschwister. Ich bin die älteste von 5 Kindern und habe selber noch mal 2 Kinder, und meine Geschwister haben mittlerweile auch Kinder. Also Familie wächst auf jeden Fall. Wann ist das Interesse für Mode bei dir entstanden? Kam das sehr früh schon? Ja, also ich habe schon als Kind gezeichnet. Also ich habe schon immer gezeichnet, aber ich habe immer halt so Porträts gezeichnet. Ich habe meine Oma immer gezeichnet oder Stillleben. Ich habe, also wenn Obst da lag oder ein Glas und ich fand das so interessant, dann habe ich das gezeichnet. Ich wusste damals gar nicht, welche Techniken das sind, aber ich habe schon früh paar Techniken natürlich falsch angewendet, aber schon so, so mit Struktur und allem. Und das heißt, ich habe erstmal alles gezeichnet. Ich habe auch voll gern so bei Nacht so ein Waldstück mit Mond und so, was sich dann spiegelt. Das schon immer. Und Diddle zum Beispiel. Kannst du dich erinnern? So Diddle-Zeit. Diddle habe ich voll gern gezeichnet. Und dann, als ich dann zum Hijab gekommen bin, das war so mit 11, das war auch so von einem Tag auf den anderen, weil ich dann die Schule gewechselt habe und gedacht habe, das ist jetzt einfacher, wenn die mich so kennenlernen und so, habe ich dann in den Sommerferien gemerkt, dass es nichts Cooles zum Anziehen gibt, weil ich habe vorher halt so diese normalen Sachen, weißt du, was hatten wir dann, so diese Schlaghosen und so ein Top, was du vorne zusammenknotest, weißt du, so, und das war dann nicht mehr Hijab-tauglich. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Alter, was trägt man denn da? Und dann gab es wirklich, vor allem man muss jetzt gucken, das waren so Anfang 2000er oder Ende 99, glaube ich. Ich weiß nicht mehr so das Jahr, aber das war so Ende 90er, Anfang 2000er. Da war die Mode einfach so. So, du hast nur diese Schlaghosen, also Hüfthosen, nicht mal so hohe bis zur Taille. Du hast ja nur das bekommen. Und was jetzt so, sage ich mal, muslimisch angehauchte Läden oder so, die haben sich ja nur auf die ältere Generation spezialisiert. Oder das waren halt wirklich einfach nicht schöne Sachen in meinen Augen. So für so einen Teenie, der jetzt sich noch ausprobieren will, war das einfach nicht cool. Und dann habe ich halt angefangen, Kleidung zu zeichnen. Aber erstmal nicht, um sie wirklich zu realisieren oder zu tragen, sondern das war einfach, ich habe mich irgendwie zurückgezogen. Habe dann so ein paar so hässliche Röcke natürlich gekauft, weil es geht mir nicht anders. Und meine Eltern haben sich auch voll bemüht. Ne? Die haben dann auch, wenn sie im Urlaub waren oder irgendwo, die haben mir dann so richtig coole, auch teure Sachen mitgebracht. Aber es war einfach nicht, das hat mich einfach nicht angesprochen. Also mein Papa vor allem hat sich so bemüht, so, dass er was für mich machen kann, weil er gesehen hat, dass es mich voll bedrückt. Aber das war trotzdem nicht so. Vielleicht habe ich es getragen, um ihn glücklich zu machen, aber ich habe mich trotzdem nicht wohl gefühlt. Und dann, wie gesagt, habe ich halt angefangen, Kleidung zu zeichnen, die ich mir wünsche erstmal. Das waren immer noch von dem Stil von damals, eine geknotete Bluse zum Beispiel, die dann bauchfrei wäre, aber noch so ein Futterstück drunter hat. Dann auch so eine Schlaghose oder auch so ein Rock, diese Wickelröcke waren ja in, weißt du noch? Genau, dass ich so einen Wickelrock auch entworfen habe, der trotzdem nochmal einen Unterrock hat, sodass es halt einfach in das Zeitschema passt, aber auf mich angepasst. Hab das nur so gezeichnet, also ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht und habe dann die Zeichnungen in so ein Notizbuch jedes Mal so unter meinem Kissen gehabt oder so und hat es meine Mutter gefunden. Und sie ist ja gelernte Schneiderin. Genau, sie hat in Algerien hat sie ihr Lehramtsstudium durch Brautkleider finanziert quasi. Und dann hat sie das gefunden, dann meinte sie so, sind das deine Zeichnungen? Und ich so, ja, und ich glaube, da war ich 12. Aber ich meinte, ja, das sind meine Zeichnungen. Meinte sie, ja, dann lass doch was ausprobieren. Das waren gerade auch Sommerferien. Ja. Und dachte ich so, wie ausprobieren? Meinte sie, ja, Stoffe kaufen und das einfach mal probieren. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Und das erste war wirklich so ein Rock, so ein Wickelrock. Der war blau mit weißen Blumen. Also so richtig cooler Stoff, so auch für damals. So ein richtig, den haben wir gemacht. Den haben wir irgendwie so doppelt gewickelt, sodass das halt keine Haut mehr sichtbar ist. Aber trotzdem, du hast einfach einen Wickelrock, ne? Und so hat es halt angefangen, dass dann halt Mama mit mir immer durchgegangen ist, meine Zeichnungen. Und da habe ich dann auch früh gelernt, nicht alles, was du auf Papier bringst,
kannst du später auch so realisieren, du brauchst mehr Nähte, du brauchst vielleicht einen Reißverschluss und so. Und dich da reinzudenken, das fand ich immer so anstrengend, weil ich dachte, also so kann man nicht einfach zeichnen und nähen, nein, da ist so viel dazwischen. Und dieses dazwischen wollte ich dann unbedingt lernen. Und da habe ich mir dann halt so in den Kopf gesetzt, okay, wenn die Schule vorbei ist, dann lerne ich Mode. Und klar, also meine Eltern haben sich natürlich immer gewünscht, dass ich Mode vielleicht studiere oder so, aber ich hatte die Geduld nicht, weil ich habe einfach gedacht, nein, ich habe jetzt schon meine 10. Klasse gemacht. Ich gehe, da ist, weißt du so, ich will es jetzt lernen, was für Abi, was für Ding, ich will es jetzt lernen. Und dann bin ich halt, habe ich mich auf der Modeschule beworben, wurde auch angenommen, also du musst ja auch wirklich Glück haben, um da reinzukommen. Und habe da halt meine Mappe eingereicht und wurde dann zur Prüfung eingeladen und wurde dann angenommen und dann hatte so die Reise begonnen. Krass. Also du hast ja dann auch modest gezeichnet, oder? Also es war ja nicht jetzt, dass du noch gesagt hast, komm, für die Schule mache ich jetzt noch den Style, den die feiern, sondern die haben dich mit deinem Style dann auch akzeptiert? Also bei der Prüfung musst du erstmal gar nicht Mode zeichnen. Ach so. Bei der Prüfung wollen die erstmal sehen, ob du überhaupt das Zeug zum Zeichnen hast, weil wenn du die Grundkenntnisse gar nicht hast, dann ist es, ja genau, macht keinen Sinn. Da musstest du so ganz andere Sachen zeichnen. Was haben wir zeichnen müssen? Ich glaube auch ein See und bisschen Landschaft, das war halt so voll meine Stärke, deswegen, ich hatte voll Glück. So kann ich schon, seitdem ich 8 bin. So ungefähr. Also ich war froh, dass wir das zeichnen mussten. Aber später natürlich lernst du komplett Grundkenntnisse. Du lernst erstmal, dass alles falsch war, was du bisher kanntest. So. Und dass du so richtig erstmal die Figurine zeichnest. Du zeichnest erstmal gar keine Kleidung, bis du die Figurine richtig drauf hast. Verschiedene Stellungen von der Figurine und so. Und habe ich während der Ausbildung, kommt halt drauf an, wenn es jetzt eine Aufgabe war, wo es heißt, ich weiß noch, ein Thema war einfach Disco. Und dann musst du halt Outfits für die Disco halt zeichnen. Mein Gott, das habe ich halt gemacht. Das sind halt dann bauchfreie Teile mit so ein bisschen so Fäden habe ich so als Inspiration genommen, die dann so runterhängen und so. Aber wenn es dann ein freies Thema war und es hieß Thema sowieso und du bist frei in dem Element, dann habe ich natürlich alles in Modest so gezeichnet. Und also es gab schon die eine oder andere Lehrerin, die nichts mit mir anzufangen wusste und die auch irgendwie meinte, so entweder du musst deinen Style anpassen, sonst hast du keine Zukunft in Deutschland, weil dann müsstest du echt auswandern. Und das war für mich dann so, warum soll ich auswandern? Ich mache das doch für Frauen wie mich, so die gibt es doch. Und so, nee, ich glaube nicht, dass es hier... Wirklich, also es war wirklich auch so, ne? Vor allem, ich habe mir sagen lassen, ich war die Erste, was anderes. Und so habe ich gemeint, nee, weil jeder macht doch gerade das, also jeder meiner Mitschüler macht doch das, was er fühlt. Und darum geht's ja bei Mode. Das ist ja irgendwo auch Kunst und du bist inspiriert und zeichnest das, was dich gerade inspiriert. Warum soll ich dann so tun, als wäre mich was anderes inspiriert? Oder warum soll ich mich immer verstellen? Und dann habe ich halt so weitergemacht. Aber ganz kurz, hast du das damals in dem Alter schon so rüberbringen können? Weil du warst ja noch super jung. Wie alt warst du? 10. Klasse, was ist danach? Ist man 16, 17? Ja, ich habe die Ausbildung tatsächlich erst mit 19 angefangen. Oder 20, nee, ich habe die Ausbildung mit 20 angefangen. Ich habe vorher meine erste Tochter bekommen. So mein Leben so ein bisschen, erst sage ich, ich will jetzt anfangen und dann kriege ich ein Kind. Das ist voll cool, ne? Plan geht auch voll. Ja, voll aufgegangen. Ich war 20 und ich habe es auf jeden Fall, so mit 20 habe ich es auf den Punkt bringen können. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Boah, ich glaube, durch diese Steine, so, die dir in den Weg gelegt werden. Weil ich früher auch so jemand war, ich wurde in der Schule, ich mag das Wort gemobbt nicht, aber ich wurde tatsächlich eine Zeit lang gemobbt, auch wegen dem Hijab. Ich war auf einem Gymnasium, auf dem wir, glaube ich, insgesamt 3-4 Ausländer waren, so in allen Stufen. Und das war nicht einfach. Ich war nicht darauf vorbereitet. So. Ich habe mein Hijab getragen, weil es meine Entscheidung war. Das war so für mich. Und auf einmal merkst du, du triffst diese Entscheidung anscheinend nicht für dich allein, sondern für die ganze Gesellschaft und jeder hat daran teil. Jeder hat was dazu zu sagen, jeder meckert, dann sagen manche, du machst es falsch, dann andere, du machst zu viel, dann andere, du machst so, darauf war ich nicht vorbereitet, auf diesen Druck. Und es gab dann halt so eine Situation mit einem Lehrer, der hat einen dummen Kommentar gemacht hat, dann haben sich halt die Jungs in der Klasse bestärkt gefühlt, so in der 5. Klasse, weil da ist man ja noch so ein bisschen frech und so.
Und dann ging das so 3 Jahre, dass ich dann mich einfach so unwohl gefühlt habe auf dem Gymnasium, dass ich dann die Schule gewechselt habe. Mhm. So zu 8. bin ich dann auf die Realschule gewechselt. Ich wollte erst auf die Hauptschule, weil meine Freunde gesagt haben, bei uns ist es voll cool. Es gibt so viele von uns. Und meine Eltern waren so dagegen, weil sie sagten, hey, Digga, wir dachten, du machst Abi und jetzt so reiß dich mal zusammen. Das ist, wenn die Eltern sagen, such deine Freunde ordentlich aus. Ja. Und ich hatte halt keine anderen, mein Gott. Und dann, ja, aber ich bin schon froh drum, dass ich dann doch auf der Realschule war und noch so die Kurve gekriegt habe. Nicht, dass jetzt Hauptschule schlimm ist, aber ich hätte mein Abi auch machen können. Ich habe ja dann auch nachgeholt, also ich habe mein Fachabi gemacht. Aber ja, das war halt so, ich wollte erst wirklich so auf die Hauptschule, weil ich diesem Druck entgehen wollte. Weil ich dachte, boah, cool, die macht doch keiner fertig. So, das ist teilweise andersrum, was ja auch blöd ist. Aber dann dachte ich, boah, ich will da unbedingt hin. Und dann so meine Eltern so, nein, so Schule wechseln, okay, aber so jetzt nicht, ne? Ja. Und ja, dann, wie gesagt, da ging es mir dann besser auf der Realschule. Aber da habe ich schon, da war ich 14, glaube ich, als ich gewechselt habe. Und da habe ich mir in den Kopf gesetzt, so hey, ich habe jetzt 3 Jahre alles mit mir machen lassen. Wer mich hier dumm anmacht, ey, dem haue ich wirklich einen rein. Das habe ich wirklich gemacht. Bin schon in der ersten Woche beim Direktor gelandet. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Und meine Eltern dachten sich nur, was macht die? Ja, also ich habe so einen Jungen, also ein Junge hat ein Mädchen gerade geschlagen quasi. Und ich bin dazwischen gegangen und habe ihn halt gehauen, so richtig, dass er auf dem Boden lag, ne? Ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe es halt gemacht. Ich wollte das Mädchen beschützen. Mhm. Und dann hat sie mich dumm angemacht, weil sie meinte, mein Bruder, was hast du gemacht? Das waren Zwillinge. Haben halt gestritten und ich habe es nicht gecheckt. Ja, ich wollte halt helfen. Ja. Und er hat anscheinend so krass Schmerzen, dass er geschrien hat und ein Lehrer gekommen ist. Und ich bin dann, habe mich entschuldigt. Wir sind dann alle Freunde geworden am Ende. Das war auch so lustig, so unter Kanacken, weißt du, so. Aber dann hatten auch alle Respekt vor mir. Ja, das war dann voll nicht cool so von mir, aber das war so ein, oh mein Gott, das ist die, mit der sollte man sich nicht anlegen. Und das hat mir dann voll die Stärke gegeben. Also ich habe danach nie wieder jemanden geschlagen. Aber das war schon so eine ganz andere Ausgangslage. So. Mhm. Keiner sagt mir, Edge-Badge, du Tischdecke oder was weiß ich, was da alles genannt wurde, sondern das war mehr so, oh mein Gott, das ist ja die, die den großen Typen da, weißt du, so, ey, vor der sollte man sich in Acht nehmen und so. Ja. Und da habe ich mir auch wirklich vorgenommen, egal ob es Schüler oder Lehrer sind, von Schülern ist selten was passiert. Mhm. Einmal ist jemand aus meiner alten Klasse vom Gymi auch runtergekommen und der hat dann auch so gesagt, boah, die Tischdecke ist ja hier. Mhm. Ey, ich bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, frag mal bitte rum, was die Tischdecke so alles drauf hat und trau dich noch einmal. Und dann hat er gemerkt, dass er keine Leute hatte, sondern dass die meine Leute waren, so weißt du. Und da wurde es dann schon anders. Und dann zum Beispiel, wenn Lehrer was gesagt haben, dass ich dann einfach stärker wurde, weißt du, so mich, ja, ich war vorbereiteter einfach. So, ich hatte die ganzen Sommerferien, ich habe nur geheult, weil für mich war das auch, ja, irgendwie so ein Downgrade. So, du gehst von Gymi runter auf Realschule, obwohl du eigentlich dort hättest, das war so mein Platz doch eigentlich, aber habe es nicht geschafft, weil ich mich so runter machen ließ. War nicht einfach. Aber ich hatte halt Zeit, mich darauf vorzubereiten, so auf die neue Rolle und so. Und ich denke, das hat mich halt schon stärker gemacht. Und dann nochmal Mutter sein, dass du weißt, okay, ich habe da meine Spinnenphobie auch verloren, weil dann Spinne so auf meinem Baby war. So eine Riesenspinne und ich die wirklich weggetragen habe. Ja. Das macht dich einfach stärker. Das sind halt so schwierige Momente, das sind Steine, das sind so Sachen, mit denen du dich erstmal konfrontiert fühlst. Mhm. Aber ich glaube, das ist das, was dich dann stärker macht. Und deswegen konnte ich dann auf der Modeschule mich auch so krass durchsetzen. Ja. Vor allem, als es dazu kam, man macht ja Ende des Jahres eine Modenschau und da stellst du vor, woran du das ganze Jahr gearbeitet hast, so die Kollektion. Und da läufst du auch selbst. Also man modelt so für seine Sachen. Ist nicht überall so, aber auf dem Berufskolleg ist es so. Und dann kam auch die Lehrerin, also eine Lehrerin zu mir und hat gemeint, ja, Miriam, die Situation hatten wir noch nie, dass jemand hier mit Hijab ist. Können wir das dann bitte so machen, dass du ein Model dir auswählst und alles auf ein Model zuschneidest und Kopftücher sind verboten? Da habe ich gemeint, wie Kopftücher sind, habe ich gemeint, und wenn das Kopfbedeckungen sind, die einfach so, weißt du, meinte sie, nee, das hatten wir noch nie, das wollen wir nicht, habe ich gemeint, nee, akzeptiere ich einfach nicht. Ganz kurz, was ist deren Begründung, haben wir nicht, wollen wir nicht, also das muss ja, es ist ja eine Schule, also das muss man ja irgendwie begründen, du kannst ja nicht sagen, einfach wie so ein Kind, nee, wollen wir nicht, also. Die Begründung war einfach, passt nicht zum Gesamtding. Und dann habe ich, also passt einfach nicht zur Gesamtkollektion, passt nicht zu den Outfits der anderen.
Und ich habe dann auch schon von anderen, man tauscht sich ja aus, ich habe auch von anderen Mädels, von anderen Berufskollegs oder Unis mitbekommen, dass die das akzeptieren und einfach sagen, ja, okay und so. Und ich wollte es aber nicht akzeptieren, weil genau deswegen war ich ja dort. Ich wollte einen Unterschied machen. Ich kann dann nicht da sein und sagen, ja, okay, sonst geben die mir meinen Abschluss nicht, sondern so, hä, natürlich passt das. Der macht doch T-Shirts draus, der andere macht eine Hose aus dem Stoff. Ich kann eine Kopfbedeckung drapieren, ich kann irgendwas machen. Und dann war das so, ja, zeig das mal, das musst du ja, das muss wirklich gut aussehen. Mhm. Und dann habe ich dann passend zu den Themen, zum Beispiel ein Thema war zum Beispiel Monet, Claude Monet, da sollten wir Braut- und Abendmode machen, die sich stark halt an seine Kunst anlehnen, das heißt viel Blumen, viel Tamtam. Und dann habe ich halt eine Kopfbedeckung entworfen, die eine krasse Blume ist, die so runterhängt. Mhm. Das siehst du danach nicht mehr, dass die Frau, die das trägt, unbedingt Hijab trägt, sondern das ist einfach eine Kopfbedeckung, die zum Gesamtoutfit passt. Ich habe halt so eine umgekehrte Blume einfach gehabt, weißt du so. Und dann fand es dann die Lehrerin doch cool. Yeah. Das war jetzt für die Abschlussklasse, aber ich habe halt vorher solche Sachen, mit solchen Sachen musste ich mich halt beweisen. Hab ihr das dann so gezeigt. Dann fand sie es cool, hat irgendwie dann gemeint, ja, ich finde ja auch, du hast Talent, du hast Ding, aber das ist halt für mich und für unsere Schule, das ist so schwer, ich weiß nicht, wir probieren es mal. Mhm. Und dann haben wir das probiert. Dann war ich zum ersten Mal damit auf der Bühne und war dann auf allen Titelseiten von der Kleinstadt dort. Und dann fand es natürlich jeder cool. Ja. Dann hieß es so, bitte mehr davon und nächstes Jahr auch. Und dann hatte ich alle künstlerische Freiheit, die ich wollte. Ja. Und das waren dann schöne weitere 2 Jahre quasi auf dem Moodle. Also hast du in dem Moment eigentlich mehr an dich geglaubt als alle um dich herum? Definitiv. Und dann einfach durchgezogen. Gut, dass sie dann trotzdem mitgemacht hat, ne? Weil, ja, spät. Und danach kamen bestimmt Leute so, ja, ich wusste, dass die das kann, ne? Ja, natürlich, natürlich. Also, auf jeden Fall. Nee, aber klar, ich bin schon dankbar, dass die den Weg auch mit mir gegangen sind und das probiert haben, weil ich habe auch von anderen Modeschulen auch mitbekommen, dass die das dann gar nicht akzeptiert hatten und gar nicht wollten. Aber ganz ehrlich, genau das begründet es mir bitte. Und das ist das Gespräch, wir hatten wirklich ein langes Gespräch und dann meinte ich auch, das müssen sie mir gut begründen. Warum denn nicht? Was stört denn daran? Was ist es denn? Und ich habe auch so diese umgekehrte Ding. Ist es denn mein Kopf so, was die Stadt? Nein, natürlich nicht. Ja, was ist es dann, wenn es nicht das ist? Was ist es dann? So, ja, das Gesamtbild und so, ja, aber wen stört das Gesamtbild? Das ist doch Mode, das ist doch Kunst. Man könnte sich doch komplett, man könnte sogar einen ganzen Stoff ballen um sich machen als Mumie und das ist einfach mein Brautkleid, das muss man akzeptieren, das ist doch Kunst. Und solche Gespräche dann halt, bis dann halt die Lehrer einfach meinten, ja, okay, dann lass uns probieren. Und dann haben wir es ja einmal probiert. Wie gesagt, das ist dann so gut gelaufen, dass es dann hieß, okay, mach, was du willst. Ja, so. Ja. Ich habe auch letztens eine Modenschau, ich glaube, bei Insta oder sowas gesehen. Da hat nur der Kopf rausgeguckt. Das war wie ein Möbelstück schon fast. Ja. Und dann sind die Models damit gelaufen. Und ich dachte mir so, Alter, wenn das okay ist, ja, was wollt ihr noch verbieten eigentlich? Ja, eben. Und ich meine ja, das ist ja wirklich, man sagt ja, das ist ja schöpferische Arbeit und das. Und wenn, aber wenn das doch das ist, was gerade aus mir herauskommt, so, warum soll das falsch sein oder warum soll das nicht akzeptiert sein? Ja. Und aber wie gesagt, danach waren das so richtig schöne weitere 2 Jahre quasi und sehr erfolgreiche Jahre. Also so, ich hatte dann so vollstes Vertrauen schon gewonnen und mach, was du willst. Und wir sind so gespannt, welche Kopfbedeckung du da machen willst. Und dann hieß es halt nicht mehr Hijab bei dir, sondern Kopfbedeckung. Was ja okay für mich war. Ich hatte ja so dieses größere Ziel vor Augen. Im Endeffekt ist ja egal, wie es heißt. Es ist nur, ich möchte meine Haare und meinen Hals halt nicht zeigen und möchte mich so kleiden, wie ich will, ohne mich zu erklären. Nenn es, wie du willst, weißt du so. Ja. Kann auch eine Mütze mit Schal sein, egal, nenn es, wie du willst, aber ich will das durchsetzen. Ich will nicht sagen, oh, okay, wird nicht akzeptiert oder oh, wir sind in Deutschland, ich muss irgendwie anders denken oder so. Warum soll ich anders denken? Wir sind im freien Land, wo jeder wirklich so denken kann, wie er will, oder? Also voll, deswegen, voll. Ja. Okay, dann nach deiner Ausbildung hast du auch ziemlich zeitnah dein erstes Modelabel gegründet, korrekt? Wie gründet man so ein Modelabel? Boah, das ist echt eine gute Frage. So jetzt, wo ich mein zweites gründe, weiß ich ja komplett. Ich habe so einen Durchblick 1, 2, 3. Als ich das damals mein erstes gegründet habe, wusste ich noch gar nicht. Und habe das so mit den Jahren erst so gegründet. Also ich glaube, ab da, wo ich die erste Kollektion auf Facebook veröffentlicht habe, bis ich wirklich offiziell gegründet habe, sind schon 2 Jahre vergangen, weil ich diesen Prozess einfach nicht kannte. Ja. Das war einfach Learning by Doing. Und ich habe auch eher aus der Not heraus gegründet. Ich habe keine Praktikumsstelle bekommen. Wollte mir auch nicht eingestehen, dass es wegen Hijab ist.
weil ich diese Denkweise einfach nicht mag. Ich mag es einfach nicht, wenn man immer, wenn was schief läuft, dass man sagt, oh, die mögen mich halt nicht wegen Hijab. Es hat nicht geklappt wegen Hijab. Das ist wie so eine Ausrede mäßig. Ja. So, du brauchst dich gar nicht bemühen dann am Ende, weil ja, du trägst ja eh Hijab und so. Aber es kann ja wirklich sein, dass es damit zu tun hatte. Aber ich würde auch sagen, so viele, die mit mir richtig gute Abschlüsse gemacht haben, besser als meinen Abschluss, die haben auch nichts bekommen. Mhm. Ist einfach eine schwierige Branche und dann je nachdem, wo du wohnst. Ich habe damals noch in Bayern gelebt, kannst du vergessen. Und dann habe ich erstmal jemanden kennengelernt, so eine Agentin, der meine Arbeit gefallen hat und die gemeint hat, hey, wir können zusammenarbeiten für ein paar Boutiquen. Die hat Kunden gehabt. Mhm. Das wäre so voll der Stil, den die mögen. Aber die durften natürlich nicht wissen, dass die Designerin Hijab trägt. Das war auch so eine Sache. Okay. Aber ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Und habe das dann gemacht. Ich habe einfach zu Hause im Einfamilienhaus, ja. Also im Keller, habe ich ein Atelier aufgebaut und habe dann halt die paar Teile gemacht. Und so kam das dann. Das war so, dass ich erstmal übe, wie das geht und wie erstellst du dann jetzt wirklich eine Kollektion für den Handel und so weiter. Und habe das fast 2 Jahre so gemacht. Und bis ich dann das Geld zusammen hatte für mein Label und habe dann gesagt, ich mache das nicht mehr, ich verstecke mich auch nicht mehr. Ja. Und habe dann so Misan erstmal so die erste Kollektion online gestellt. Und die Resonanz war halt heftig. Mhm. Und damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe erstmal gedacht, ich stelle das jetzt online, bis es jemand entdeckt und sieht, vergehen 2-3 Jahre. Ja. Und wir hatten so über Nacht 350 Follower oder so. Und was halt viel war so für die Zeit. 2012 über Nacht 300 Follower zu sammeln, ist schon so auf Facebook auch noch, war schon viel. Und die Leute wollten halt immer mehr und mehr sehen. Und dann, dann kam halt eine Kollektion nach der anderen. Mhm. Meine zweite Tochter kam da noch zur Welt. So alles so außerplanmäßig, ne? Und dann habe ich 2014 richtig gegründet. Also da war das dann so, dass ich gesagt habe, okay, man muss ja wirklich zum Gewerbeamt, weil verkaufen wurde ja nichts. Es ist ja nur so, dass die Leute das feiern und cool finden, dass es das jetzt gibt und sich bestärkt fühlen, sagen, boah, ich habe mein Leben lang auf so ein Stil gewartet. Wo gibt es das zu kaufen? Und dann sagst du, ey, das gibt es nicht zu kaufen. So, weißt du, du bist noch nicht darauf vorbereitet. Das gibt es noch nicht zu kaufen, weil das Geld, was ich da gespart hatte, hat gerade so für die Shoots gereicht, um für die Fotografen Models zu bezahlen, die Nähmaschine zu bezahlen, um das und das zu bezahlen. Und dann so, okay, Leute wollen es wirklich kaufen. Dann habe ich, ja, wie gesagt, 2014 das erste Mal richtig gegründet, dann halt kleine Serien genäht, damit auch auf ein paar Ausstellungen gegangen und haben auch die Shows angefangen, so auch international. Deutschland war erstmal gar nichts. Okay. So, das war, meine erste Show war in Washington, die zweite in London, dritte wieder Washington. Ich glaube, vierte oder fünfte war erst Frankfurt so in Deutschland, bis dann Deutschland so drauf aufmerksam geworden ist. Ja. Aber international ging natürlich viel mehr ab. Ja. Und wir sind da offener für sowas, kann es sein? Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe, wie gesagt, 2014 im Sommer gegründet und wurde auch direkt so nach 2 Wochen angefragt von der Washington DC Fashion Week, also von der offiziellen Fashion Week, dass die sowas jetzt eingeführt haben. Und dass die unbedingt Modest Brands aus Deutschland haben wollen und nur mich gefunden haben oder halt, dass ich die Auswahl quasi für sie war, ob ich da halt mitmachen will. Ja, und das war, so hat es dann halt angefangen, dass du dann in so einem Loop bist, aus dem du erstmal jahrelang nicht mehr rauskommst, weil es ja wirklich so Sommer, Winter, Sommer, Winter, Sommer, Winter, du musst ja ständig liefern, 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 so jede Saison und dann immer eine Show und immer eine Kollektion und Dann arbeitest du ja im Sommer für die Winterkollektion dann, ne? Oder ist es noch vorher? Also mittlerweile kannst du schneller arbeiten durch Digitalisierung und du bist mit den Produzenten mittlerweile auf WhatsApp und so, das geht viel schneller, aber damals war das noch so, du arbeitest sogar ein Jahr im Voraus, fast 1,5 Jahre machst du schon Sourcing für die Stoffe und guckst, wo du was herkriegst. Mittlerweile sind die Wege viel kürzer. Die Lieferanten haben mittlerweile so Baukastensysteme. Du kannst alles so heute zusammenstellen, morgen nähen lassen. Es geht viel schneller einfach. Und deswegen, also so, sagen wir mal so, gesund ist so ein Jahr vorher anfangen. Ist schon gut, um dich nicht zu stressen, aber du kriegst es auch schon hin, wenn du ein halbes Jahr vorher anfängst. So. Wie würdest du die Modebranche national beschreiben und international? Du hast ja eben schon angedeutet. Aber wie ist es, in so einer Branche zu arbeiten als Frau und vor allem als Frau mit Hijab und POC? Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zu dem Zeitpunkt, als ich in die Modewelt eingestiegen bin, so jetzt 2007 und zu heute definitiv. Wenn wir jetzt Modest Fashion betrachten, dann war
definitiv Amerika, UK, sogar Australien, die waren, und Kanada, die waren uns in so vielen einfach voraus. Mhm. Die Frauen dort, ist ja vor allem die Black Community, die haben schon so viel früher, ich weiß gar nicht, wann die damit angefangen haben, ne? Aber die haben uns so viele Türen schon aufgemacht, mhm. Dass man allgemein für Frauen wie uns offener ist und das einfach kein Thema mehr ist. Mhm. Was Deutschland angeht, ist auf jeden Fall immer noch so ein hartes Pflaster, definitiv. Aber es hat sich schon was entwickelt. Es ist so langsam, weißt du, so ein ganz, ganz langsamer Prozess. Du musst erstmal erfolgreich werden, dann müssen die auf dich zukommen, dann musst du auf sie nochmal zugehen und sagen, was man machen kann. Und dann sind die immer so, ach echt? Und in Deutschland ist ja so, dauert immer 2-3 Jahre, bis man was machen kann, weil es steht jetzt schon fest, was in 3 Jahren auf die Messe kommt oder so, ja, die ganzen Messetermine. Wir sind halt, Deutschland ist einfach ein bisschen anders, ein ordentlicheres Land, wo aber dann auch alles so seine Zeit braucht und länger dauert. Aber ich merke halt auch, dass mittlerweile auch in Deutschland die Menschen aus der Modebranche auch offener sind. Jetzt gerade 2020, 2021, wo Diversity jetzt so ein Riesenthema ist, inkludiert man uns ja mit ein. Mhm. So, wir brauchen uns jetzt nichts vormachen, das haben die nicht für uns gemacht. Ne? Ach so. Das wusste ich nicht. Ne? Die haben definitiv nicht gesagt, kommt, lasst mal die Modebranche und das Leben hier diverser gestalten, damit Frauen mit Hijab und POCs ihren Platz finden. Ja. Nein, so war das nicht. Sondern das war ja mehr, oh Gott, wir sind ja voll diverse geworden, so die Gesellschaft, kommen wir, spiegeln das wieder und dann konnten sie uns halt nicht mehr ausschließen. Mhm. So, weißt du, so. Ja. So, brauchen uns echt nichts vormachen, ne? Mhm. Trotzdem finde ich, es ist ein guter Schritt und ein guter Wandel und es ist, sollte man auf jeden Fall nutzen und damit arbeiten. Aber man muss auf jeden Fall anstatt, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, oh mein Gott, voll schön, die machen jetzt was für uns, sondern ich würde so teach them, wie man es richtig macht. Weil ich hatte jetzt auch schon Situationen, in denen werde ich eingeladen, um über Diversity zu sprechen oder um entweder den Panel diverser zu gestalten oder um das Projekt diverser zu gestalten. Aber dann wissen die nicht, so dass ich auch Ahnung habe so von dem, was die da von mir verlangen und lassen dann ein paar Sachen weg, die sie halt einer Katja zum Beispiel geben würden. Mhm. Nett ausgedrückt jetzt. Wie zum Beispiel, dass sie einfach sagen, ja, wir übernehmen keine Fahrtkosten, wir übernehmen kein Hotel, wir übernehmen kein... Und ich mir denke, Digga, was willst du eigentlich? Natürlich übernimmt ihr, ich weiß es doch, ist nicht mein erstes Interview. So, oder das ist nicht mein erstes Mal, dass ich für sowas mitmache. Und wir übernehmen auch kein Honorar und so. Ich mir denke, hey, als was bin ich da eingeladen? Und ich habe dann einmal, das war auch eine größere Organisation, habe ich dann halt einfach denen auch die Meinung gesagt, habe auch gesagt, hey, guck mal, danke, voll schön, dass ihr an uns denkt. So, aber ich werde nicht kommen, um eure Quoten Muslima zu sein, weil, oder damit ihr euch damit schmücken könnt, dass ihr das Thema Modest Fashion auch schon bearbeitet habt und bei allem Respekt, aber nö, mache ich nicht mit, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn ihr, wie gesagt, diese Katja einladet, dass ihr genauso mit ihr umgeht und sie auch alleine selber anreisen lässt und ihr Hotel selber zahlen lässt und bei euch kostenlos mitmacht, also sprechen lässt und dann Ding. Und die haben mich dann sofort angerufen, weil ich habe das halt geschrieben in der Mail. Und ich dachte wirklich, die werden mich blockieren, nie wieder mit mir reden. Die haben mich sofort angerufen und meinten so, ey, nee, darüber müssen wir reden. Wir wollen nicht, dass du dich irgendwie ausgenutzt fühlst. Und so habe ich gemeint, ja, aber genau das ist passiert schon öfter. Und das fühlt sich gerade so an. Ja. Es geht mir nicht um die Fahrtkosten. Ich kann mein Ticket auch selber zahlen, aber es geht ums Prinzip. Mhm. Es geht darum, dass es doch normalerweise so gemacht wird. Ja. Und warum das dann jetzt so, ne? Und dann hieß es halt, die haben sich gut erklärt am Ende, aber meine Message bei denen ist auch angekommen und dann haben die halt gesagt, ja, worum geht's dir denn, weil wir finden das Thema gerade interessant, so ein Feedback hatten wir noch nicht. Und dann habe ich gemeint, ja, es geht darum, ich kann jetzt kommen, mit euch irgendwie über das Thema Modest Fashion sprechen, ihr habt dann aus eurer Agenda rausgestrichen und sagt, ach, das haben wir doch schon besprochen. Mhm. Wenn ich aber dann Probleme in der Real Fashion World so habe, dann kann ich nicht mehr zu euch zurück, weil ihr sagt dann, boah, wir sind nicht dein Ansprechpartner. Mhm. So, keiner ist dann plötzlich mein Ansprechpartner. Aber wenn ihr mich braucht für eure Agenda, bin ich Ansprechpartner. Und die haben das voll gut aufgenommen und haben gemeint, okay, was schlägst du vor? Was können wir machen? Mhm. Und dann habe ich einfach ein paar Vorschläge gemacht, wie man Menschen, also People of Color, auch mehr integrieren kann und mehr in die Modebranche auch mit einbinden kann und was uns wichtig ist. Uns ist nicht wichtig, dass ihr einfach mal für eine Campaign eine Schwarze und eine Frau mit Hijab und was heißt ich noch, eine Asiatin bucht. Das ist nicht, was wir wollen, sondern wir wollen
mitgestalten. Wir wollen das Marketing mitgestalten, wir wollen die Kollektion mitgestalten, wir wollen so das Ganze mitgestalten und nicht, dass ihr uns da auf das Bild klatscht. Das sind ja Models, was kriegen die bitte? 500 Euro für den Tag? So, das ist nicht repräsentativ und das ist nicht authentisch und so. Und die haben wirklich zugehört. Und da sind wir jetzt dran, dass wir auch Projekte quasi planen. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war wirklich so, wo ich mir dachte, oh Gott, was habe ich jetzt geschrieben? So, das kannst du doch nicht machen. Aber das war wichtig. So, du musst für dich einstehen und was sagen. Du kannst dann nicht sagen, oh, sei doch froh, dass die jetzt überhaupt mit dir reden oder sei doch froh, dass sie uns überhaupt oder ein Diversity-Thema besprechen. Nee, warum soll ich froh sein? Weil ich bespreche das Thema ja auch oder ich behandle es ja auch mein Leben lang. Meine Schwestern behandeln es auch ihr Leben lang. Warum soll ich jetzt froh sein, dass es halt ja jemand jetzt für uns macht, angeblich für uns oder so, sondern wenn die es für uns machen, okay, ich kaufe es denen aber nur ab, wenn sie uns wirklich richtig mit, ja, mit rein, wie sagt man? Einbeziehen, richtig. Ja, das ist schon sehr mutig, was du gemacht hast. Ich glaube, für viele ist es, wäre es so ein Ding gewesen, komm, ich ziehe jetzt einfach durch, weil das ist vielleicht eine Chance für mich, um irgendwie voranzukommen. Und du siehst halt dieses große Bild, ne? So, okay, was bewirke ich eigentlich damit? Ja. Und dann dagegen zu wirken, ey, das ist schon, also ich würde das schon sehr als mutig bezeichnen. Ich glaube nicht, dass das jeder so hinbekommen würde. Ja, aber das war ja nicht schon immer so. Ja. Das war ja nicht schon immer. Ich habe schon so oft Projekte wirklich mitgemacht. Nur erstens wegen des Geldes. So, du brauchst das Geld. Du brauchst Geld für eine neue Kollektion. Dann machst du halt mal hier und da ein Projekt mit. Ja. Und ich habe oft auch, ich war oft auch ruhig, auch nach der Ausbildung, ne? Also die mutige Zeit in der Ausbildung und dann bist du in der Outside-World und dann ist es erstmal anders. So, du kommst nicht einfach in den Retail rein wie andere weiße Designer. Ist einfach so. So, die haben halt mit jemandem, ja, sind einfach viel offener dafür, weil dann kennt halt jemand jemanden, der jemanden kennt und wir haben halt niemanden, der jemanden kennt. So, weißt du so? Ja. So, ich kenne vielleicht jemanden, der, keine Ahnung, eine Dönerbude hat und sagt, komm, kostenlos bei mir essen, aber ich kenne einfach nicht den Marketingchef von irgendwo und mein Papa kennt den auch nicht. So, ist einfach schwieriger für uns. Und aber ich habe oft bei so Projekten mitgearbeitet, wo ich danach mich so geärgert habe, dass ich nichts gesagt habe. Und so kam das dann, dass ich einfach gesagt habe, so, hey, nein, guck mal, das ist jetzt ein Neuanfang, das ist ein neues Label. Ja, so, frisst oder stirb. Also ja, so. Ja. Wenn du schon von deinem neuen Label sprichst, wie waren, also 2021 hast du es gegründet, also dieses Jahr, was waren die ersten Schritte und wie war die Fashion Week? Was so das Feedback gewesen, was du bekommen hast? Also auf der Fashion Week habe ich ja erstmal nur auf einem Panel gesprochen, habe meine Kollektion angeteasert und da ging es darum, um das Thema Diversity. Eben das Thema ist ja dieses Jahr sowieso überall. Ja, ne? Und ging darum, wie können wir die Modebranche noch inklusiver gestalten und wie ist sie denn aktuell? Also wie ist die aktuelle Situation und was können wir noch machen? Und da war die Resonanz sehr, sehr gut. Also auch die Veranstalter sind mega. Die Leute auch, die da waren, also beziehungsweise es war ja Online-Community, aber auch danach so das Feedback war echt cool. Und da konnte ich auch meine Kollektion anteasern. Was jetzt bei meinem neuen Label anders sein wird, ist einfach die Nachhaltigkeit so ein bisschen mitzudenken, mitzugestalten. So, warum noch mehr Mode und noch mehr Müll damit produzieren? Warum nicht aus Müll Mode machen? Es gibt ja mittlerweile Stoffe, die aus Plastikflaschen gefertigt werden und so und halt mehr so in die Richtung zu gucken. Dann auch, ja, es wird auf jeden Fall so Affordable Luxury, so ein Brand. Und das war dann auch so eine Sache, ich habe so lange mit mir selber gekämpft und wusste nicht, ob ich, ja, Luxury ist halt so eine Sache, ne? Weil Luxury, was ist Luxury? Das ist so Michael Kors, Lancôme, keine Ahnung, das sind so deren Labels, in Anführungsstrichen. Und ich wusste lange nicht, ob, weißt du so, man hat einfach diese Struggles in diesem Kampf, ob das, ob ich mir das zutrauen kann, ob ein People of Color so oder Person of Color das überhaupt machen soll oder kann oder ob das nicht etwas ist, was immer noch so ein so weit weg ist. Ja, ob das so, so ein Gewässer, was du halt so ein unerforschtes und ich habe dann mit einer Freundin darüber gesprochen, die arbeitet bei Mugler in Paris und bei L'Oréal und die macht Luxury Fashion Management und so weiter. Und ich habe dann, bevor ich überhaupt gelauncht habe, habe ich dann sie angerufen und gesagt so, hey, ich brauche deine ehrliche Meinung. Ne? Nicht nur als Freundin, gib mir wirklich deine professionelle Meinung. Denkst du, wenn ich Meriem Lebdiri als Brand jetzt launche, kann es denn Luxury sein? Die so, hä, natürlich. Und ich so, warum sehe ich das dann nicht? Warum
gibt's das dann nicht? Was ist das? Dann meint sie, ja, Miriam, das ist so wie damals bei mir sein. Das gab's auch nicht. Du hast gemacht, hat geklappt. Mach es doch. Und jetzt ist es so, dass ihre Agentur, sie hat eine Agentur gegründet, dass ihre Agentur mich jetzt auch betreut. Okay. Das heißt so, ich bin in guten Händen. Aber das ist auf jeden Fall so, mal gucken, wie das läuft. Und wie habe ich es gegründet? So ganz normal so. Diesmal wusste ich die Schritte. Gehst zum Gewerbeamt, sagst denen, was du vorhast, suchst dir ein Office, ein Atelier, zahlst da halt die Miete und dann geht's halt los. Produzenten suchen mit denen halt. Also ich bin in täglichem Austausch mit den Produzenten. So mein Handy, ich habe ja nur eine Handynummer, die ist privat und geschäftlich, die hört nicht auf so. So täglich mit den Taschenproduzenten, mit den Schmuckproduzenten, mit den Kleidungsproduzenten. Ich will auch bei Kleidung will ich es jetzt auch anders machen. Ich will nicht mehr erstmal so voll viel produzieren und dann gucken, weil so viel übrig bleibt einfach. Also Modebranche ist eh so ein so ein einfach Trash-Game irgendwo. Weißt du, so am Ende landet so viel im Müll und dann muss das nochmal recycelt werden. Warum soll ich, weißt du, so viel Müll produzieren, dass es dann nochmal recycelt wird? Sondern einfach da halt nach einer, ja, nach einer Lösung suchen, wie man, genau, wie man da so produziert, dass halt die Nachfrage gedeckt ist, aber kein Müll so entsteht und wird noch dauern. Also ich hatte eigentlich vor, jetzt schon im Oktober die Taschenkollektion zu launchen, aber ich glaube nicht, dass es passt, dass es klappt. Deswegen dann ist, steht jetzt so im Raum, dass ich dann inshallah, wenn alles funktioniert und alles klappt, im Januar auf der Fashion Week in Frankfurt die Kollektion dann richtig mit Show launchen werde. Aber dann nicht nur die Taschen, oder? Nee, dann schon richtig die Kleidung. Genau. Und also nur so als Interesse, also wenn du eine Tasche nachhaltig machst, zum Beispiel jetzt aus Plastik, Müll, wie funktioniert das? Also man macht es ja nicht selbst, sondern du gehst jetzt zu einem Produzenten, der sowieso schon dieses recycelte Material hat und der das dann für dich machen kann. Bei den Taschen muss ich aber sagen, da habe ich jetzt mit einem normalen Produzenten erstmal gearbeitet für die jetzige Kollektion, weil ich nicht sofort jemanden gefunden habe. Bin aber jetzt im Gespräch mit einem anderen, der das dann halt machen kann für die nächste Kollektion. Aber bei den, bei den Kleidern war es mir halt extrem wichtig, dass ich von Anfang an so wirklich alles nachhaltig mache, dass die Stoffe auch hochwertig und nachhaltig sind. Die kosten dann halt ein bisschen mehr. Aber ich denke, dann hast du halt Lieblingsstücke im Schrank hängen. Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle irgendwie ein bisschen zu viel und brauchen nicht alles davon, tragen immer wieder die gleichen Sachen, weißt du so. Und das muss einfach nicht sein. Und ich denke, so ein Umdenken wäre halt wichtig. Und ja, da bin ich halt jetzt noch ein bisschen dran. Ich finde, Mode ist voll Kopfsache. Also ich habe auch letztens, was ist letztens, ich sortiere eigentlich öfters aus und habe so letztens aber so richtig dieses Aussortieren gemacht, okay, was trage ich wirklich? Mein Schrank ist also viel leerer. Und dann meinte meine Nachbarin so, gib das doch da und da ab, da wird's recycelt und so. Also ich glaube, die Leute sind noch viel offener geworden, aber es ist noch sehr langsam, würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Aber ich hoffe, dass wirklich in Zukunft, weil das ist so unnötig. Aber weißt du, warum das so langsam ist? Also die Leute sind wirklich offener dafür und die sind schon bereit dafür eigentlich. Aber dadurch, dass Instagram und Social Media so kurzlebig ist und so schnelllebig ist und die ganzen Influencer uns jeden Tag 80 neue Produkte so präsentieren, die sie zugeschickt bekommen haben, denken wir auch, wir brauchen das auch. Und bestellen da, weil mit dem Gutscheincode kriegst du 20% und so. Weißt du, so, das ist so, dann haben wir alle zu viele Sachen, zu viele Kartons zu Hause, einen vollen Schrank, volles Leben und sind alle so unzufrieden. Und das ist halt wirklich, man muss dann das mit sich selber so ein bisschen ausmachen, ne? Voll, weil dieses Konsum ist ja ein bestimmtes Konsumverhalten, was man hat, ne? Wenn man so jeden Tag sich neue Sachen gönnt und so. Und du befriedigst ja eigentlich nur für einen kurzen Moment irgend so ein Ding in dir und dann ist so, okay, ja, ich brauche jetzt nochmal was. Okay, 20%, ja, dann hol. Aber was ist das eigentlich für ein Leben, was man lebt? Das ist ja wie so im Hamsterrad, ne? So, man muss doch eigentlich so daraus denken, so, okay, ich investiere jetzt in eine Tasche, die nachhaltig oder in ein Kleidungsstück, was nachhaltig ist und habe dann länger was davon, ist doch viel weiter. Also, ja. Ja, nee, wirklich. Und das sind so Erkenntnisse, die hat man so. Aber ich denke, jeder von uns hat dann wieder so Phasen im Leben, wo du dann so trotzdem so komplett anders lebst und einfach so 10 neue Taschen oder 10 neue Sachen gönnst, weil, keine Ahnung. Ja, das ist auch nicht so einfach. Vor allem, wenn du nicht so viele Leute hast, die es mitmachen. Ich denke, es ist so einfacher, wenn du so eine Girl-Squad hast, die das alle mitmachen und so, ist es viel leichter, das so umzusetzen. Aber ich bin da auch lange noch nicht. Ne? Also ich sage das jetzt so und das wünsche ich mir für mein Label, aber ich wachse da ja auch erst noch rein. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey du, ich habe nur 5 Teile in meinem Schrank und die trage ich alle, das stimmt gar nicht. Ja. Ich versuche dahin zu kommen. Aber auf jeden Fall habe ich vor Jahren zum Beispiel mit den Taschen so aufgehört. So, ich kaufe mir nicht mehr
eine H&M-Tasche oder irgendwas, sondern ich investiere dann wirklich in eine gute. Ich kann mir dann nur eine im Jahr leisten, aber ich habe dann halt gute Taschen und fertig. Ja. So. Und das macht das Leben wirklich viel einfacher, weil du hast dann nicht so tausend, die dann so zerquetscht irgendwo hinten im Schrank sind, sondern du hast einfach so 7 Taschen, die schön dastehen. Ja, ja. So. Und dann kannst du immer eine nehmen, wenn du rausgehst, brauchst du nur schnell abstauben oder so. Ja, also auf jeden Fall. Also da habe ich es schon angefangen und geschafft. Mhm. Das nächste, was ich machen will, ist Schuhe aussortieren und das dann auch so zu machen. Und dann halt Kleidung. Aber ich denke, da muss jeder von uns so sein eigenes Tempo so angehen. Wir reden ja auch immer so gerne über Männer und Frauen, generell so diese Geschlechterverteilung. Du arbeitest ja in einer Branche, wo mehr Frauen eigentlich aktiv sind. Wie ist da denn so das Verhältnis? Wie sieht das da aus? Wie sind die Beziehungen zwischenmenschliche Verhältnisse und auch arbeitstechnisch? Ja, also es stimmt schon, so Modebranche hat mehr Frauen, aber wenn du so in die höheren Etagen guckst oder wenn ich mich so mit Entscheidungsträgern treffe, sind das meistens Männer. Krass. Das ist, also es gibt auch Frauen, aber das sind dann meistens Männer oder dann sind das halt so 2 Geschäftsführer, ein Mann und eine Frau. Also das ist so, ja, so die meisten, wenn man so Modebranche, fängt ja schon an der Kasse an, ne? So Kassiererinnen in Modegeschäften sind meistens Frauen und so weiter. Und aber so ganz oben sind es ja meistens doch noch Männer. Und die Frauen, die ich kenne, die auch so in diesen Chefetagen sitzen, sind auf jeden Fall sehr krasse, taffe Frauen, definitiv. Ja. Und, ja. Was denkst du, woran das liegt, dass es mehr Männer da sind und weniger Frauen? Ich glaube, das hat nichts mit der Modebranche selbst zu tun, sondern allgemein, oder? So, dass es so im Businessleben einfach noch so verankert ist. Ja, ich finde es halt gerade, also Mode und hier Kosmetik, ne, würde ich schon sagen, dass viele Frauen eigentlich da arbeiten, auch in höheren Positionen, aber ja, am Ende sind echt auch noch viele Männer aktiv. Jemand höher so, jemand, der so nochmal Geschäftsführer von allem ist, so, und dann ist es ein Mann, also meistens so, aber ja, aber ich bin eh nicht so ein Mensch, der dann sagt, oha, warum ist das ein Mann und Frauen sollten da hoch und so, ich meine, jeder hat so seinen Weg, klar ist es als Frau ein bisschen schwieriger, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Mann, der da oben sitzt, das Geschenk bekommen hat oder so, weißt du ja nicht, du musst ja die Geschichte des Einzelnen kennen. Aber ich denke so, ja, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. So, macht einfach alle euer Ding so und so hochkommen, wie es nur geht. Und, aber ich wüsste zum Beispiel jetzt für mich selber nicht, ob ich wirklich so ein CEO von CEO von irgendwas so sein will, weil es dann so trocken ist dann ganz oben, weißt du, ich will lieber so in der Mitte bleiben, so. Ja, man distanziert sich so ein bisschen von der Thematik, ne, so auch von dem kreativen Prozess, umso höher man geht. Ja, ich denke mal nur so, es gibt ja Frauen, die gerne da oben sein wollen und ich glaube, manchmal sind die Türen nicht so weit offen wie für einen Mann und das ist halt schade und das kriegt man aber auch nur zusammen hin, also definitiv. Das bringt nichts, wenn wir uns Frauen dann auf die Straße stellen und müssen alle zusammen dran arbeiten. Das ist halt meine Überzeugung. Aber ja, ich persönlich fühle mich auch in dem kreativen Bereich wohler. So, muss jetzt nicht unbedingt CEO sein. Muss nicht immer daran liegen, dass die uns da oben nicht haben wollen. Vielleicht wollen wir gar nicht so einen Job machen und vielleicht passt der nicht zu uns. Also ich sowieso, also ich kenne so wenige Kanaken, zu denen das wirklich passt, auch so mit Steuerbuchführung und so Zeug. Ich struggle selber damit, ne? Hätte ich da nicht jemanden, der das für mich macht, ich würde voll durchdrehen. Und dann wüsste ich halt nicht, ob ich das dann wirklich wollen würde, so als Frau. Aber ist ja jeder unterschiedlich, ne? Also, Neben deiner Mode bist du ja auch noch in anderen Bereichen aktiv. Was steht dann als nächstes an? Jetzt so neben meiner Kollektion, an der ich gerade arbeite, arbeite ich gerade an einer Serie mit. Das wird eine neue ARD-Serie. Die handelt um eine algerische Familie. Die wird von Turbokultur produziert hier in Berlin. Und da bin ich quasi Teil des Casting-Teams und auch beratend quasi für die Folgen dabei. Und das ist halt ein Projekt, über das ich mich sehr, sehr freue. Wenn alles gut klappt, drehen wir sogar ab März. Und was steht denn noch so an? Ja, so meine Dozententätigkeit ist gerade so ein bisschen Pause. Wegen Corona. Ja, danke. Wegen Corona und auch vorher hieß es, wir machen, das ist zu teuer. So mein Fach war einfach der Uni zu teuer. Okay. Und wir würden ein Semester machen, eins aussetzen, dann kam Corona. So. Und ansonsten wirklich, ich versuche auch momentan, das ist schon viel, also die Kollektion und die Serie ist schon viel. Und ich bin ja auch jetzt Council of Modest Fashion für Europe. Das ist auch eine krasse Aufgabe. Das heißt, ich darf dann
ja, ich habe so die Ehre, alle Projekte, die Modest Fashion in Deutschland und Europa betreffen, zu betreuen. Mhm. Auf der einen Seite ist natürlich voll die Ehre, aber wenn das losgeht, dann oh mein Gott. So. Und ich versuche dann einfach in der Zeit dazwischen viel Zeit in der Familie einfach zu verbringen, viel Zeit mit meinen Kindern. Weil es halt auch so war, ich bin, wie gesagt, so in diese Modebranche so reingerutscht, so wie gesagt, 2012 erstmal nicht gedacht, dass überhaupt was wird und dann ging das wirklich alles so Schlag auf Schlag und ich hatte irgendwie nie Pause so richtig und deswegen genieße ich es auch gerade. Auch so Corona kam mir voll gelegen, wirklich so, das war für mich so, ja, so jeder regt sich auf, aber eigentlich wollte ich so eine Pause schon lange machen, so seit 10 Jahren will ich Pause. Ja. Deswegen ist es halt, ja, viel Zeit in der Familie, würde ich sagen, so neben den ganzen Sachen. Ja. Ja, du musst ja mal wieder auftanken, ne? So Akku aufladen wäre ganz gut. Alright, wir sind schon fast am Ende. Ich habe aber natürlich meine 3 special Fragen immer dabei. Und ja. Yeah. Ich muss die Folgen richtig zu Ende hören sollen. Bin ich gar nicht vorbereitet. Das ist der Test. Oh nein. Die erste Frage ist, was denkst du, ist deine Mission auf unserer Welt? Boah, meine Mission auf unserer Welt. Also ich denke, gerade dadurch, also durch die Entwicklung, dass ich so sprachgewandt bin und auch mich durchsetzen kann, meine Meinung so sagen kann, denke ich, bin ich auch erstmal dafür da, um die halt vielleicht an die Hand zu nehmen, die sich nicht trauen und ein paar Türen zu öffnen. Auch wenn ich die Türen dann selber nicht gehe oder nicht durchgehe, sondern einfach die zu öffnen, weil ich weiß, dass ich das kann und weil ich weiß, dass ich so, ja, die Leute so überzeugen kann. Das wäre so meine Mission, glaube ich. Ja. Ja, die ist nice. Ich habe, es ist immer sehr ähnlich, so dieses Helfen, ne, so anderen helfen. Und ich finde es so schön, dass jeder irgendwie in sich dieses Ding trägt von, ich würde gerne einfach helfen. So, wenn wir uns alle gegenseitig helfen, ey, das Leben wäre so geil. Also ist es auch, aber es wäre noch geiler, wenn man das nochmal nach außen trägt, ne, voll. Die zweite Frage ist, 50.000 Mal vorhin vorgelesen, was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen und in welchem Alter? Also wenn du sozusagen einmal eine Zeitreise machen könntest, zu welchem Alter würdest du gehen und wo hättest du dir damals gewünscht, ach, wäre schön, wenn da jemand gewesen wäre, der mir das und das gesagt hätte? Ich würde tatsächlich wirklich zu der Zeit auf dem Gymi zurückgehen, so mit 12, 13 und mir dann den Mut machen, den ich dann mit 14 auf der neuen Schule hatte, so dass es, du musst nicht erstmal davor abhauen, du musst nicht erstmal die Schule wechseln und erstmal jemanden zusammenschlagen, um dir deinen Respekt so zu erarbeiten, sondern, ich hätte auch dort jemanden schlagen können, nee, Spaß. sondern, ja, das war am Ende gar nicht so wichtig, so, wenn du das nicht so nah an dich ranlässt, dann kann das dir nichts mit dir machen. Mhm. Und das wusste ich halt damals. Ich war viel zu jung, um das zu kapieren. Ja. Ich war einfach auf das Ganze, was so gekommen ist, auf diese ganze Welle, nicht vorbereitet. So, ich dachte, ich mache was ganz Normales. So, ich trage jetzt Hijab. Ich habe eine Entscheidung für mich getroffen. Und plötzlich habe ich eine Entscheidung, oder wurde mir klar, ich habe eine Entscheidung getroffen für die gesamte Gesellschaft, für alle um mich herum, für die Lehrer zusammen, für die ganze Schule. Und jeder durfte darüber mitreden und mitentscheiden und mit irgendwie mit mir so im selben Boot sitzen. Ohne dass ich die eingeladen habe. So. Ja. Und da würde ich wirklich so meinem 12-jährigen, 13-jährigen Ich sagen, hey, das so, die sollten dir egal sein. Ja. Zieh einfach durch und mach dein Abi, wie deine Eltern gesagt haben. Und zieh einfach durch, ja. Ja. Ja, nice. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Stell dir vor, wir leben in einer verrückten Welt mit voller Überraschungen. Heute trifft dich eine davon und du darfst für einen Tag die Superheldin, Anime-Character oder fiktive Figur sein, die du schon immer sein wolltest. Welche Superpower würdest du dir wünschen und einsetzen und welche Figur wärst du denn? Boah. Superpower. Also ich würde voll gern, kann man so eine krass Superpower, die sich jeden Tag wechselt. Ich würd gern die Superpower haben, dass ich jeden Tag auswählen kann, was ich heute machen will, wer ich heute sein will. Das wäre cool. Also so Genie, so wenn du hast 3 Wünsche. Ich wünsche mir, dass wir noch mehr Wünsche haben. Genau das. Und wenn ich aber so an eine Figur denke, dann wäre ich voll gern so Catwoman, weil die so elegant ist. Aber ich würde natürlich ein neues Outfit machen. So. Bisschen anpassen, weißt du? Ja. Aber die wäre ich dann gerne, weil die ist super elegant und diese Schuhe und wow. Also, so, ja.
Ich feiere sie auch hart, also auch mit dem Motorrad und so, das ist genau meins. Ja, so richtig so, ja, so badass, aber so auf einer richtig coolen Art und Weise, ja. Und was wäre deine, also okay, Superpower wäre sozusagen, dass du dir jedes Mal eine neue Power, und was wären so deine Top 3 Superpower-Kräfte? Auf jeden Fall fliegen. Mhm. Wobei ich Höhenangst habe, ne? Aber ich will trotzdem fliegen. Praktisch. Ja, voll. Sie mit der Spinne. Genau. Und ich würde gerne mich so unsichtbar machen. Mhm. So zuhören, was Leute so über mich sagen, wenn ich nicht dabei bin. Wobei, das tut doch nur weh, ne? Das ist doch blöd. Aber egal, unsichtbar machen ist trotzdem cool. Ja. Und was kann ich, was würde ich noch gerne? Was gibt es noch für Superkräfte? Ja, ich würde gerne was herzaubern können. Okay. So, einfach sagen, so du, kein Bock jetzt rauszugehen, da. Ich zauber es mir her, das wäre cool. Ja, wir sind am Ende. Danke für deine Zeit, danke für deine offenen Worte, danke, dass du das mit uns teilst. Und ja, wenn du noch was sagen möchtest, it's your stage now. Thank you. Also ich sage jetzt einfach nur danke und ich freue mich, dass es geklappt hat. Yeah. Wir wollten uns schon ewig treffen. Und jetzt gehen wir mal die Emmy überraschen. Die weiß ja gar nicht, dass ich hier bin. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank und richtig cool, dass du das mit dem Podcast machst. Richtig nice. Ich drücke da die Daumen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht bei meiner Show vielleicht in Frankfurt dann sehen. Sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Alright, bis dann, Leute. Peace. Ciao. Where are you going?